Clive, zum Glück, du lebst. Ja, ich lebe. Ich bin so verdammt froh, dich zu sehen, Joshua. Und Barnabas? Der König ist tot. Ich habe das Gefühl, die Juna mag den Onkel. Sie sind alle... alle... Aber der Onkel ist auch cool. Also nicht im Sinne von... ne, ich finde den sexy, sondern ich mag den einfach. Ich mag den Onkel auch von Clive. Du brauchst Kohle, hier hast du. Passt schon, gib mir einen Wein. Ich mag den Onkel total. Sie wurden gerecht. Du bist jetzt sicher und mit dir. Dein Kind. Wir müssen reden. Weil all ihre Familie, Ehemann etc. tot ist und die dachte, die hat es nur verkackt, in den Turm zu gehen. Denke ich mal. Die dachte, die wären noch alle am Leben. Passt auf euch auf. Ihr wisst, dass ich am liebsten mitgehen würde. Ich weiß. Aber es ist besser, wenn ihr zurück zur Enterprise geht. Und zwar nicht nur wegen Edda. Sagt den anderen, was passiert ist. Auf mich ist Verlass. Ich weiß. Kümmere dich gut um sie. Danke für alles. War das die richtige Entscheidung? Wir können eine Schwangere nicht alleine im toten Land zurücklassen. Das Versteck ist sicherer für sie. Zumindest vorerst. Das Land hier gehört den Akasischen. Der König war schon lange einer von ihnen. Aus freien Stücken. Er traf diese Entscheidung, um Ultima auf der Suche nach dem perfekten Leib zu dienen. Wohin sich Barnabas wandte, ihm folgte nur Zerstörung. So viel Leid und Tod. Für ihn war all die Gewalt reine Barmherzigkeit. Ein Akt, das Leid zu beenden. Er wollte wirklich die Rettung der Menschheit. Das hat Ultima ausgenutzt. So wie er uns ausnutzt. Warum uns? Was sind wir? Was wir sind? Wir sind Domini. Seine Werkzeuge. Doch das müssen wir nicht so akzeptieren. Wir können uns wehren. Für das Recht zu leben. Ist es nicht so? Doch, du hast recht. Ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen, wenn du eine Frau wärst, Clive oder Joshua. Schwierig. Ich glaube, Joshua ist eher so der fürsorgliche Typ. Die Mutterkristalle sein. Clive ist eher so der starke Typ. Von Ultima. Da kommt es echt auf die Situation drauf an. Der zivilisierten Welt ohne größere Gewalt. Mittlerweile wissen wir, dass die Mutterkristalle dem Land den Vielleicht Land Joshua? Weil der halt auch heilen kann. Mal ein bisschen logisch voranzugehen. In solch einer Welt, wo es ein bisschen rauer zugeht, vielleicht sogar Clive. Was ich nicht verstehe, weil er halt kräftiger ist. Was Ultima dadurch erreichen wollte. Wenn ich jetzt die Wahl haben müsste als Dame hier einer von beiden. Was hast du in der Festung gefunden? Die Wahrheit über Ultimas Plan.
Ich dachte lange, er wäre hinter dir her. Und zwar nur dir. Nein, er braucht nicht nur dich, er braucht uns beide, Ifrit und Phönix vereint. Er braucht das, wozu wir in Dichasia geworden sind. Nur wenn unser beider Flammen verschmelzen, ist sein Leib vollkommen. Wozu er diesen Leib braucht, ist mir doch nicht klar. Aber eine Wahl ist klar. Ich würde den Hund nehmen. Etwas, das er ohne ihn nicht bewältigen kann. Etwas, das seine körperlose Form nicht zulässt. Und dafür braucht er unsägliche Mengen Äther und ein Gefäß, das dieser aufnehmen kann. Ich vermute beinahe, Bruder, dass er eine Art Zauber wirken will. Ich würde den Hund nehmen. 1000 Jahre alte Magie. Unvorstellbaren Ausmaßes. Und ohne uns würde er scheitern. Und ohne die Mutterkristalle. Aber zerstören wir sie alle. Werden wir nicht nur die Fäule, sondern auch Ultima aufhalten. Also gilt unser Plan noch. Nur diesmal. Stellen wir ihn gemeinsam. Ja, es ist weit nach Stornhir. Lassen wir Ultima nicht warten. Ja, ich würde da halt, wie gesagt, logisch vorgehen. Die Macht der Dunkelheit. Mit Barnabas Tod ist seine Magie erloschen. Oh, ja. Phönix würde ich eigentlich ganz gerne behalten, obwohl die Pfahlramme jetzt auch nicht mehr so geil ist. Aber die Lebensflamme halt. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Der Weg nach Stornhill ist nicht länger versperrt. Ja, weiße oder dunkle Schokolade. Tatsächlich, es gab mal eine Zeit lang, da war ich Team weiße Schokolade, um ehrlich zu sein. Aber es hat sich auch so ein bisschen gelegt.
Schokolade hält sich bei mir in Grenzen, könnte ich jetzt gar nicht sagen. Ist das ein Bug? Bin eher weiße Schokolade, weil die nicht so süßlich schmeckt als die dunkle. Ja, aber fettiger, glaube ich. Obwohl ich eher das Gefühl habe, dass die weiße Schokolade doch süßlicher schmeckt. Zartbitter ist eigentlich auch ein ganz guter. Eine ganz gute Kombination. Aber ich esse so lange, ich habe schon so lange keine richtige Schokolade, pure Schokolade mehr gegessen. Das ist echt, Joshua. Ah, ich kann wieder. Okay, ich will aber kurz ins Versteck, um meine Vorräte aufzufrischen. Auf Nebenquests habe ich aktuell gerade keine Lust mehr. Tatsächlich. Seh mal an, du lebst hier noch. Tja, Unkraut vergeht doch nicht. Runenklinge. Du machst mich noch arm, mein Junge. Einen besseren Preis bekommst du nirgendwo. Kein Rabatt. Auch nicht für dich. Ich hoffe, du hast es passend. Komm wieder vorbei. Oder ich hab nicht. Mir ist es gleich. Was verschafft mir die Ehre? Und was darf sein? Lichtbrand. Felskeil. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Sollte eine Weile halten. Nicht schlecht, wenn ich das so sagen darf. Meteoritenstein fehlt mir vier Stück. Gut. So, willkommen zurück. Warte mal, da muss ich zu Charon. Da kann ich doch da was verkaufen und noch Meteoritenstein holen. Clive. Halt dein. Zu viel Gil in der Tasche? So viel kriegst du sonst nirgends dafür. Ich hoffe, du hast es passend. Taurumähne. Nee, ich würde gern das verkaufen, was ich schon etwas mehr habe. Hast du noch irgendwas? Das bekomme ich schon an den Mann. So. War's das schon? Die Zeiten sind hart. Deck dich ab. Ja, jetzt lass mich doch mal. Du machst mich noch arm, mein Junge. Halt Maul, Karen. Verkaufst es doch, du Eule. Ist was kaputt? Was willst du? Sollte eine Weile halten. Mhm. Ouroboros. Orichalcum. Oh, das ist natürlich übel. Verstärken. Kann ich hier irgendwas verstärken? Und? Natürlich nicht. Der Eintopf wird in letzter Zeit auch immer. Oh,
Hauptsache, der macht dich satt, Mädchen. Wir können jetzt natürlich ganz viele Nebenquests machen, aber ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier nicht weitermachen, verpassen wir was. Was? Santetsukun? Oh, okay. Ich bin mal gespannt, wie ich mit Barnabas klarkomme. Beziehungsweise mit Odin. Ich finde es ja schade, dass man nur drei haben kann. Tatsächlich. Ich könnte natürlich jetzt farmen, wenn ich jetzt weiß, dass er mein Heiltrank ist, wenn ich mich hin und her porte. Könnte ich so theoretisch Geld sparen. Valuta Soldaten. Lass mich doch einfach in Frieden sterben. Okay. Was ist dir passiert? Die Ätherflut hat Monster aus meinen Kameraden gemacht. Und die Orks. Ich wusste, wir können ihnen nicht trauen. Als ob Wildstämme uns treu sein könnten. Auf irgendetwas haben sie gehört. Allerdings nicht auf uns. Ein Wunder, dass sie euch überhaupt so lange gefolgt sind. Vielleicht haben sie gespürt, dass es vorbei war. Unser König fort, das Reich in Trümmern. Was bleibt uns noch von all den Kriegen? Wofür haben wir gekämpft? Verflucht sei dieses Land. Verflucht seien der König und sein Gott. Verflucht sei diese dreckige Fäule. Du hältst dem Äther stand. Du bist ein Träger, auch wenn du kein Mal trägst. Bitte hör mich an. Gewähre einem Soldaten seinen letzten Wunsch. Bitte lass mich nicht in Sorge sterben. Natürlich. Worum geht's? Ich danke dir, mein Freund. Geh durch das große Südtor Richtung Stonhür. Da ist ein Stück Wald, der Nimmerhain. Auf einem kleinen Felsvorsprung dort ist das Grab meiner Eltern. Sie waren die einzigen, die mich je liebten. Für den Krieg musste ich sie verlassen. Doch im Tod möchte ich wieder bei ihnen sein. Diesen Ring, bring ihn zu ihrem Grab. Ruhe in Frieden. Ja, machen wir mal. Hä? Ah, okay. Wir haben noch einen Weg vor uns. Ich will zwar nichts sagen, aber man kann es ein bisschen übertreiben, oder? Lass mich raten. Der einzige Weg zur Hauptstadt.
führt durch dieses Tor. Ganz wie du dachtest. Die haben da eine Armee, Joshua. Ja. Aber ich sehe keine Domini. Das ist ein Argument. Also... Alter Schwede. What the fuck? Was ich nicht kapiere. Wieder nur akasische Soldaten. Der Joshua hat eben gesagt. Der Joshua hat gesagt, dass die zwar eine Armee haben, was wir sind, ist ja... Ayuna. Der Clive hat gemeint, wir können da nicht reinmarschieren. Drüben auf der, bei der Hauptstadt in den Mauern ist eine gesamte Armee. Der Joshua hat gesagt, er sieht keinen Domini. Das bedeutet, Domini ist ja das, was wir sind. Und dementsprechend könnte die Armee uns rein theoretisch nicht aufhalten. Das wollte er damit sagen. Hast du noch? Habe ich eine Wahl?
Au, falscher Knopf. Alter, du hurengefickter Wichslappen! Ja, genau. Alter Schwede, dieser Kacklappen. Jetzt hau sie aber richtig raus. Noch nicht mal 500. Komm schon. Wir sollten kurz rasten. Keine Sorge, das wird schon. Ich habe nicht das Gefühl, dass es schon wird.
Schau, Clive. Beim Begründer. Das ist eine Festung. Ja, ich würde zwar nichts sagen, aber... Ich glaube, hier geht's ab. So, dann gehe ich mal Richtung Friedhof tatsächlich. Na, hier gibt's auch Gegner. Können wir noch mal richtig schön sammeln, habe ich das Gefühl. Alter. Alter Schwede. Man kann es auch ein bisschen übertreiben, finde ich. War ja fast schwerer als der Kampf gegen Odin. Odin ist ein bisschen schwierig, finde ich, tatsächlich, zu kontrollieren. Weil er braucht sehr lange, um seine Angriffe... Die sehen zwar geil aus und machen gut Damage, aber der braucht sehr lange, um seine Angriffe aufzuladen. Was denkst du, was das ist? Es ist nicht auf ihrer Karte. Bestimmt aus gutem Grund. Stimmt. Auf nach Stonhir.
Ist das so ein DLC vielleicht? Ja, ich weiß nicht. Solche Spiele brauchen nicht zwingend ein DLC, aber... nicht passierbar. Vielleicht im New Game Plus. Ich wollte doch eigentlich auf den Friedhof zu diesem Soldaten. Ein paar Gegner. Jetzt ist der Stream wieder bei dir. Okay. Ja, ich hatte ein bisschen. Ich hatte Lags. Nee. Router Cup. So. Machen wir mal den Soldaten irgendwie den Ring da bringen. Oder zu dem Grab. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da hinten hin müssen wir. Niemand hier. Nicht einmal Soldaten. Und Leichen sehe ich auch keine. Ist wirklich das ganze Königreich Akasisch geworden? Ich befürchte es. Ich glaube, das Elixier sollte ich aufheben für ernste Fälle. Wir könnten hier, glaube ich, echt ordentlich Zeug sammeln. Ah, hier wird es aber kritisch. Hier wird die. Hier gibt es FPS-Drops. So richtig krass, dass es hier noch so einen Riesenabschnitt gibt. Hätte ich jetzt so nicht gedacht. Vergrabe den Ring beim Grab der Eltern des Soldaten. Das machen wir noch gerne. Oha, was ist das für ein Vieh? Holy Mamoli! Das ist kein gewöhnlicher Kral. Ich
Alter Schwede. Das Vieh hat gefressen. Oder hat... Alter, 16.000 Geld. 16.000. Hoffen wir, er war der Einzige seiner Art. Kennst du das Spiel schlecht? Es wird jetzt neuer Standardgegner, der Schwächste. Fuck my life. Ich habe halt Schiss, dass die ganzen Viecher wieder da sind. Auftragsziel in der Nähe. Beim Friedhof. Ja, muss ja dann noch irgendwo mindestens ein paar Fittlinge sein, ne? Ah, hier. Das einzige Grab. Von hier aus kann man bis zum Meer sehen. Hm. Und wer gibt uns jetzt die Bezahlung und den Auf und EP? Ein schöner Ort für seine letzte Ruhe. Wieder vereint mit seiner Familie.